Aufgrund erhöhter Nachfrage zeige ich heute mal ganz explizit, wie eine Handschaltung funktioniert. Ja, der Lenker vor mir. Auf der rechten Seite der Bremshebel. Der Hebel auf der linken Seite ist keine Bremse, das ist die Kupplung. Kupplung trennt Motor und Getriebe voneinander. Die Kupplung muss gezogen werden und über eine Drehbewegung muss der Gang eingelegt werden. Den Griff auf mich zugedreht ist der erste Gang drin und in die andere Richtung kommt dann neutral der zweite und der dritte und der vierte Gang. Der Gang, man spürt das so richtig in der Hand, wann er eingerastet ist. Dann ist es wichtig, dass man dieses Kupplungspedal, also den Kupplungshebel, ganz langsam wieder kommen lässt, loslässt. Und gleichzeitig muss man auf der rechten Seite Gas geben. Dieses Verhältnis, das muss man einfach lernen, das muss zueinander passen. Genauso die Zeitpunkte, wann geschaltet werden muss, das muss man einfach lernen. Man könnte jetzt eine ganz, ganz grobe Faustformel sagen, alle 10 km/h mache ich einen Gangwechsel. Also ich fahre los, wenn ich 10 km/h erreicht habe, schalte ich in den zweiten. Wenn ich 20 km/h erreicht habe, schalte ich in den dritten. Das ist aber wie gesagt wirklich nur eine ganz, ganz grobe Faustformel. Genug von der Theorie, jetzt kommt die Praxis. Kupplung ziehen, ersten Gang einlegen, Motor auf Drehzahl bringen, dann die Kupplung loslassen, gleichzeitig Gas geben und den Fuß von der Bremse nehmen. Gas wegnehmen, auskuppeln, zweiter Gang, einkuppeln und wieder Gas geben. Wieder für den dritten Gang dasselbe Spiel. Und gleich wird es laut und dann noch einmal für den vierten. Jetzt, vierter Gang. Jetzt habe ich erstmal eine längere Gerade vor mir und da kann ich sie mal marschieren lassen.